Hallo und herzlich willkommen. Heute geht es mal ums Einlegen in Essig. Ich möchte nämlich ein kleines Experiment durchführen. Es geht ja beim Essig immer darum, ist es sauer genug, um erstens haltbar zu sein, heiß abfüllbar zu sein und auch um Botulismus zu verhindern. Und das möchte ich mit euch in diesem Video angucken. Säure ist beim Einkochen eine ganz wesentliche Sache, denn wir haben beim Einkochen diesen magischen Wert von einem pH-Wert von 4,5. Man sagt, ist ein Einkochgut bei 4,5 oder darunter, ist es eine Sauerkonserve, liegt der pH-Wert darüber, ist es keine Sauerkonserve. Das ist ein ganz wichtiger Punkt, denn mit 4,5 und darunter haben wir ein Einkochgut, das wir erstens heiß abfüllen können, was eine sehr leichte und einfache Einkochart ist. Und zweitens können sich bei einer Konserve, die bei 4,5 und darunter liegt, die Clostridien botulinum nicht vermehren und auch nicht auskeimen, weil es einfach zu sauer ist. Jetzt ist immer die große Frage, woran erkennen wir denn, dass der pH-Wert bei 4,5 oder darunter ist? Denn wer hat denn schon in seiner Küche so ein super teures pH-Messwertgerät? Und da wird die Sache relativ schwierig. Die damaligen Einkochbücher und Einkochexperten der früheren Zeit haben das ganze Thema relativ platt, aber recht genial gelöst. Und ich möchte mal verweisen auf ein Buch, das ist von Eike Linnig. Die würde ich gerne empfehlen. Leider gibt es diese Bücher nicht mehr und ich konnte auch Frau Linnig nicht mehr finden. Das ist ein sehr schönes Buch. Die hat ganz tolle und pfiffige Lösungen gehabt, um so ein Problem im Haushalt zu lösen, ohne dass man ein pH-Messgerät hat. Und das möchte ich euch mal vorlesen. Ich zitiere aus dem Kapitel Konservieren durch Säure. Wir haben schon beim Pasteurisieren gelernt, dass Säure ein feindliches Element für Mikroorganismen ist. Wir machen uns das vorwiegend beim Einlegen von Gemüse und Früchten zunutze. Entsteht dabei ein Säuregehalt von 0,8% im Endprodukt, ist die konservierende Wirkung ausreichend. Das ist ein ganz wichtiger Satz, denn sie schreibt ein bisschen vorher, dass man in der früheren Zeit noch angenommen hat, dass in so einer Konserve, Sauerkonserve, 1,2 bis 1,3% Säure drin sein muss, damit die konservierende Wirkung ausreicht. Das ist wirklich echt richtig sauer. Da hatte man dann gelernt, dass 0,8% in der Säure ausreichend ist. Wie wir hier sehen, wird überhaupt nicht von pH-Wert gesprochen. Wir reden von Prozent Säure. Dann erzählt sie weiter und daraus folgt dann, man braucht 2% Säure im Aufguss, damit man, wenn man dann das Gemüse oder Obst mit einlegt, bei diesen 0,8% landet. Ich zitiere wieder mal. Man überdeckt das Einkochgut in der Regel mit einem kochend heißen Aufguss, der etwa 2% Säure enthält. Mit Essig, 5% Säure oder Zitronensaft können wir einen solchen Aufguss leicht herstellen. Halb Essig und etwas mehr Wasser ergibt die richtige Mischung. Ich fasse nochmal zusammen. Wir erreichen diesen 2% Aufguss, den wir brauchen, laut diesem Buch, indem wir mehr oder weniger Hälfte, Hälfte Essig und Wasser nehmen, wobei der Essig 5% Säure haben muss, das ist ganz wichtig. Und dann macht man etwas mehr Wasser, das ist das, was sie hier sagt. Dann geht es weiter, das ist sicherlich für die ganz interessant, die nicht so gerne Essig mögen oder nicht gut vertragen. Oder knapp ein Viertel Zitronensaft plus 3/4 Wasser. Auch nicht schlecht, denn so kann man den ungefähr gleichen Säuregehalt erreichen. Um jetzt auf die 0,8% Säure zu kommen, ist die Regel, wir brauchen rund 60% Obst und Gemüse und 40% Aufguss. Ich muss da mal einen kleinen Einwand machen, denn Obst hat in sich schon genügend Säure, sodass man eigentlich gar kein Essig braucht. Bei uns, wenn es hier um Sicherheit geht, geht es eigentlich eher um Gemüse. 60% Gemüse, 40% 2%igen Aufguss. Des Weiteren sagt es hier relativ lapidar,
Das Einkochgut, wie zum Beispiel das Gemüse, wird unterschiedlich aufbereitet oder vorbereitet in die Gläser gefüllt. Damit schließt sie eigentlich alles ein. Kalt in die Gläser füllen, blanchiert in die Gläser füllen oder wie auch immer, vorgekocht. Das ist hier in diesem Aspekt als relativ egal dargestellt. Und das führt mich zu meinem Experiment. Es gibt im Internet und auch bei einigen Freunden eine Grundregel, die dem widerspricht. Denn es wird immer gesagt, und das ist ein althergebrachte Art und Weise, das zu machen. Man sagt, ein Teil Wasser, ein Teil Säure 5%, ein Teil Zucker ist der Aufguss. Dann füllt man ins Glas, was auch immer man ins Glas füllen will, und füllt das einfach mit heißem Aufguss drauf. Und schon ist die Sauerkonserve komplett sicher. Da ich ja nun von diesem technischen Aspekt komme, habe ich das so ein bisschen angezweifelt und habe mich jetzt einfach entschieden, ich werde das mal durchtesten, und zwar mit etwas, was wirklich schrecklich ist, nämlich Zwiebeln. Und will einfach mal den pH-Wert durchtesten, um zu gucken, ob das wirklich eine sichere Konserve ergibt. Ich bin es folgendermaßen angegangen. Als erstes habe ich mal ein Teil Wasser, ein Teil Weinessig in diesem Falle, 5%, und ein Teil Zucker genommen. Dann habe ich das Ganze in einem Topf zusammengemischt. Und dann habe ich es aufgekocht, bis es sprudelnd gekocht hat. Ich habe dann rote Zwiebeln genommen, diese in Streifen geschnitten. Die habe ich dann so richtig nach Hausfrauenart mit natürlich sauberen Händen, aber mit den Händen in die Gläser gestopft. Mal mehr und mal weniger. Habe die Gläser mit kochend heißem Essigsud aufgefüllt. Dann habe ich die Luftblasen ein bisschen rausgeklopft, nochmal extra was oben drauf gegossen und es verschlossen. Und jetzt möchte ich das Ganze einmal durchmessen. Wir haben einmal den Essigsud mit ein Teil Wasser, ein Teil Zucker und ein Teil Essig. Und wir gucken mal, wie der pH-Wert da so ist. Um die 2,9. Ich hatte damals meinen Mentor beim Konservierungsinstitut Neumünster gefragt, wie lange ein Glas stehen muss, damit sich das Essig mit dem Inhalt so vermischt, dass es homogen ist. Und er sagte, das ist in ein paar Stunden schon passiert. Was ich als nächstes durchmessen möchte, ist die eingelegten Zwiebeln. Ich habe hier ein Glas, da habe ich mal ganz wenig nur eingelegt, also wirklich wenig Zwiebeln, viel Sud. Und hier habe ich gestopft, was das Zeug hält. Ich gehe mal davon aus, vielleicht ist es in diesem 60-40 Verhältnis, aber das weiß ich nicht. So wie jede andere Person, die das zu Hause macht, das auch nicht unbedingt wirklich weiß, es sei denn, sie misst es nach, aber wer macht das schon? So, machen wir es mal auf. Leichter gesagt als getan. Moment. Oh, ich werde mir mal kurz Hilfe holen und mache mal in der Zwischenzeit das andere auf und hoffe, dass es besser geht. Klaus. Okay, so. Das Vakuum ist übrigens gut gezogen, wie man merkt. So, dann legen wir mal los. Schön ist die rote Farbe von den roten Zwiebeln, wirklich sehr hübsch. Wir messen erstmal die Zwiebeln, die mehr oder weniger im Sud schwimmen. Und da haben wir einen Wert von 3,2 ungefähr, was immer noch weit weg ist von 4,5. So, kommen wir zu dem Glas, wo wir die Zwiebeln gestopft haben. Und da sind wir bei 3,48 rum. Interessant ist, dass dieser pH-Wert sehr viel höher ist. Das heißt, es ist tatsächlich wesentlich weniger sauer als das. Weil diese pH-Wertkurve ist eine logarithmische Kurve. Das ist keine gerade runter- oder raufgehende Kurve, sondern die verläuft relativ steil. Das heißt, das hier ist wesentlich basischer oder weniger sauer als das. Nichtsdestotrotz ist das immer noch in einem wirklich guten Bereich, um als eine supersichere Sauerkonserve durchzugehen.
Damit können wir also davon ausgehen, dass dieses übliche Verhältnis, was überall so gerne propagiert wird und was entgegen dem ist, was unsere Lehrbücher uns manchmal sagen und von der Erfahrung übrigens her nie Probleme gemacht hat, also jeder, der das schon seit Ewigkeiten macht, sagt immer, es funktioniert super. Wir können hiermit schlüssig sagen, das funktioniert tatsächlich. Ich kann natürlich nicht für jedes Gemüse und jede Art von Eingelegtem sprechen, aber wenn wir hier diese Zwiebeln haben und sehen, dass sie richtig ordentlich gestopft sind, ist die Wahrscheinlichkeit, dass das wirklich eine sichere Konserve ist, wirklich, wirklich richtig hoch. Das ist eine gute Nachricht und ich freue mich, dass ich sie mit euch teilen konnte. Sauerkonserven wird manchmal bei mir angefragt. Ich esse nicht so gerne sauer, deswegen mache ich das auch nicht so viel. Aber wir werden, was das betrifft, sicherlich hier und da noch Videos bringen. Und wenn ihr dazu Fragen habt oder Anmerkungen oder Anregungen, gerne, und zwar bitte gerne in die Kommentare, weil ich freue mich auch über eure Erfahrungen. Weil dieses Thema würde ich gerne noch etwas eingehender aufgreifen. In diesem Sinne hoffe ich, dass es euch gefallen hat und sage Tschüss, bis zum nächsten Mal.